werde ich nämlich bei Dennis mal im Video gucken, wie viele er hat, als er hier war. Weil dann kann ich mich immer absichern, dass ich wirklich alle geholt habe. Das heißt, wir hatten 104 beim CD-Wechsel. Boah, das war knapp. Wo habe ich den letzten Quicksave gemacht? Habe ich überhaupt einen gemacht? Bitte oben, bitte oben, bitte oben. Oben bei den Mudakens. Dankeschön. Ne, unten. Okay. Das ist okay. Ihr habt das gar nicht mitbekommen, das ist schön. Ihr seht mich nicht, ne? Ihr seht mich nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab gedacht, es wird funktionieren, aber wenn nur der Linke da gewesen wäre, dann hätte es geklappt, aber mit den anderen beiden leider nicht. Leider nicht. So, jetzt aber. Nee, nix halt. So. Dann können wir jetzt endlich mal so richtig mit der zweiten CD beginnen. Können wir uns nämlich hier so einen lustigen Film, glaube ich, angucken. Mal gucken. Die McCorks auf dem Vormarsch. Neueste Nachrichten. Die letzte Meldung zuerst. Um den hinterlistigen mutantischen Terroristen E. Vermutlich unterwegs in Richtung Soulstorm-Brauerei am Betreten des Geländes zu hindern, ist nur auf Befehl der drei Vorstandsdirektoren die Öffnung der Tore erlaubt. General Drippick, Vizepräsident Aslick und Direktor Flagg. Bei weiteren Fragen oder Anregungen ziehen Sie bitte den Hebel zu Ihrer Rechten. Okay, ich weiß schon mal. Das hat gerade ein bisschen geruckelt am Anfang. Das kann ich aber beheben, hat man zum Ende gesehen. Ich habe die ein bisschen schräg gehalten, die Playzone, dann läuft es ganz, ganz gut. Also jedes Mal, wenn so eine Sequenz kommt, dann weiß ich, dass ich die ein bisschen quer halten muss. Gut, wir machen mal einen Quicksave und... Obwohl, ich glaube, ich kann das auch von hier aus ziehen, dann passiert uns, glaube ich, nichts. Oder es fällt auf beiden Seiten was runter, ich weiß es nicht. Es fällt auf beiden Seiten was runter, okay. Finde ich auch lustig, dass man dann quasi in dem Video dazu aufgefordert wird, so den Hebel zu ziehen. Aber man wird halt einfach getötet dadurch. So, jetzt kommt eine neue Erklärung. Onkel Aslicks Touristentipp Nummer 1. Spaß mit Fürzen. Uff, Sima, was passiert, wenn du Brühe trinkst? Furzen auf eigene Gefahr. Denn wir können nämlich jetzt auch Brühe trinken. Dann pupen. Pupen. Und diesen Pup können wir steuern. Das ist mega cool. Aber auch nicht für immer. Der wird dann nach einer Zeit immer gelber, dann orange und rötlicher und dann explodiert er irgendwann. Aber wir können ihn halt auch selbst zum Explodieren bringen. So. Ab ins nächste.
Ich lese gleich nochmal die Hand. Ich habe das gerade verpeilt. Hier so. Das war, glaube ich, ganz gut. Jetzt lesen wir erstmal die Hand. Onkel Essex Touristentipp Nummer 2. Noch mehr Spaß mit Fürzen. Chante L1 plus L2. Ich mache übrigens immer L1 und R1. Um von einem Furz Besitz zu nehmen. Chante nochmal und der Furz wird explodieren. Probiere das nicht zu Hause aus. Wisst ihr Bescheid? Oh, sollte vielleicht erstmal pupen. So. Was stand da mit Mula? Pico essen extrahierer. Zweimal essen zum Preis von einer Mahlzeit. Lecker. Bloco Knochensägen. Perfektes Knochenmehl. Jederzeit. Pico essen. Da war aber eben irgendwas mit Mula. Ich will wissen, was da stand. Tut mir leid, wir müssen das jetzt abwarten. Die haben sich ja schon extra die Mühe gemacht, da irgendwelche lustigen Sprüche reinzuballern. Vickers Levers. Wir sind die Zukunft. We are the future. So. Kommt jetzt das mit Mula? Fico Fettfräs. Fress. Was hast du? Richtig Fett? Brauchst du das richtige Fass? Fettfässer stand da, ne? Ich habe Fettfresser gelesen, da war ich etwas verwirrt. So. Aber wir sind ja hier nicht zum Lesen, wir müssen ja auch mal was zum Explodieren bringen. Jetzt lebt da noch einer. So, jetzt ist aber Ende mit Rumguckerei. Einen nehmen wir uns noch mit, aber ich meine, da hätte über der Tür gestanden, Furzen nicht erlaubt. Ja, nicht furzen. Weil dann wird uns der Furz, den wir jetzt innehaben quasi, der wird uns weggenommen. Zu allen Zügen, Gleis 1. Ich glaube, das wird... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kann man nicht von hier oben den Pups da runterbringen? Ich mache mal einen Quick Save. Mache einen auf den hier. Und mache einen... Dich. Du hast überhaupt nichts gemacht, du Doofkopf. Ich würde sagen, diese Passage machen wir jetzt noch und dann werde ich wieder diese Session beenden. So. Das heißt, wir müssen erstmal. Ich glaube, slowly hier runter. Ja. Bin gar nicht da. Bin gar nicht da, bin gar nicht da. Hier sind Minen. Tötet euch gegenseitig. Oh.
können sich auch gegenseitig töten. Weil dann schießen die, dann sind die so halb übereinander und dann schießen... Halt, stopp. Und dann schießen die. Und dann tun sie sich gegenseitig damit flätzen. So, nochmal Quicksave und jetzt nochmal hier runter. Hier war ja easy. Das hat der erste überhaupt nicht mitgekriegt. Da sind sie total verpennt. Naja, ist okay. Er hat den anderen auf jeden Fall mitgetötet. Was mache ich denn da? Ich könnte auf jeden Fall einen von den beiden umbringen, aber... Dann auf jeden Fall den unteren. Also den... Nicht den unteren. Der hier ist. Nicht abhauen! Können wir beide töten. Ach, scheiße, Mann. Ich hab den nicht getroffen. Ach, das ist doch kacki. Versuch das jetzt trotzdem nochmal so. Vielleicht funktioniert's ja. Wo ist der? Da. Bam! Schön rein. Habe ich etwas überschätzt. Also, überschätzt von wegen, dass die näher am Bildschirm ist. Och man, das ist doch scheiße, ey. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich habe den Falschen getötet, aber ich versuche jetzt trotzdem nochmal. Ich bin gar nicht da. Der fliegt weg, das ist schön. So. Kommt doch nicht hier hoch, das ist noch besser. Ah, Moment. Wir können zurück. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass ich das jetzt nochmal neu machen muss. Aber wir kommen hier oben zurück und können uns noch einen Pups holen. Mit dem Pupsmobil quasi. Es ist zwar nicht mobil, aber es ist ein Gerät. Ja, hier ein bisschen vernichten. So. Sehr schön. Kurz brauchen wir nicht mitnehmen, weil der wird uns eh weggenommen. Ich versuche eigentlich nur bis zu dem Verbindungsstück zu kommen. Ich dachte, das käme jetzt hier schon. Gleis 2. Kommt das jetzt? Ja, ja, mal die Haupthalle. Das Verbindungsstück. Finde ich auch cool, dass Rapture Farms ausgegraut ist, weil Rapture Farms gibt es ja eigentlich nicht mehr. Finde ich sehr cool. So, was haben wir hier für einen Plan? Ich habe nämlich keinen Plan. Ah, du bist hier. Oben geht's zu Slick Barracks, Fico Depot. Achso, das ist Terminal 6. Abfahrts. Gleise. Boneworks, Soulstorm und Vorstandsbüros. 26 eingesetztes Personal. Gut, dann werde ich hier speichern. Oh.
Speichern. Überschreiben. Fertig. So, dann werde ich gleich nochmal gucken, ob ich alles geholt habe. Ob wir alle Mudaken haben. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, euch hat es diesmal gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss!